Es ist die wohl schwierigste Frage, die sich für jeden Jugendlichen stellt. Die Frage nach dem Traumberuf. Da ist es umso wichtiger, dass es Messen wie die Jobstart gibt. Mehr als 80 Firmen waren mit ihren Ausbildungs- und Studienangeboten nach Neuruppin gekommen. Unter die vielen Besucher hatte sich auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke gemischt. Er gab den Startschuss für die Ausbildungsmesse, die vom Verein Wachstumskern Autobahn 3 Quidstock jedes Jahr organisiert wird. Über 600 Ausbildungsplätze hatten die Aussteller im Messegepäck. Die Perspektiven für eine Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung sind überall sehr gut, denn die Jungfacharbeiter werden gebraucht. Ich hoffe natürlich als Ministerpräsident, gerade hier in Brandenburg, dass viele in der Region ihre Ausbildung machen, aber dann auch in der Region bleiben und in Zukunft uns als Fachkräfte auch in der Region zur Verfügung stehen. Das Besucherinteresse am Stand von Swiss Krono war enorm. Ausbilder und Azubis hatten jede Menge Fragen zu Berufen und zu Praktika zu beantworten. Resonanz ist sehr gut. Sind viele interessierte Leute dabei, egal ob jetzt Ausbildungsplätze oder Praktikumsplätze, wurden bis jetzt schon alles angefragt und wir sind durchaus zufrieden. Mit der ganzen Familie waren viele Schüler auf die Jobstartmesse gekommen. Nicht selten sind es dann auch zunächst die Eltern, die sich informieren. Die Ausbilder brauchen hier ihre Erfahrung und ein bisschen Fingerspitzengefühl, um Interesse bei den Jugendlichen zu wecken. Man fragt, wo sind die Hobbys, wo liegen die Interessen, wo sollte in der Zukunft hingehen, Stärken, Schwächen, und dann probiert man das umzumünzen auf die Berufe und probiert sie halt irgendwo da sich für sich zu gewinnen. In das Werk von Swiss Krono tauchte auf der Jobstart auch Dietmar Woidke virtuell ein. Mit 360-Grad-Filmen, die technische Berufe vorstellen und auf YouTube zu sehen sind. Ich war bei Swiss Krono schon vor Ort. Ich habe mir den Betrieb angeguckt und das ist natürlich ein Highlight in Brandenburg, im Brandenburger Norden. Das ist ein hervorragendes Unternehmen mit richtig guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ich wünsche dem Unternehmen auch weiterhin viel Erfolg und ich komme auch gerne wieder vorbei. Sicher kann der Ministerpräsident dann bei seinem nächsten Besuch bei Swiss Krono auch einige der Azubis von der Jobstart begrüßen.